Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Multiplayer auf der Südhermann-Version 10 mit dem Sachsen-Netzplayer. Hallo und den Werner. Guten Tag. Möchtest du dem Fail öffentlich zugeben? Ja, kann sein, dass ich gestern ein bisschen zu viel an der Sämaschine rumgedrückt habe und dass ich auf das Feld mit den Zuckerrüben Sonnenblumen gesät habe. Aber wenn wir noch ein bisschen drüber sprechen, dann sieht man es gar nicht mehr, weil ich gleich fertig bin mit dem Grubern. So. Das ist sehr gut. Dann kann ich rechts von dir anfangen? Das ist der letzte Streifen. Müsste sein. Ja, machst du, ne, grubberst du nach links? Achso, das ist der letzte Streifen. Das ist der letzte Streifen. Ah ja, doch. Das halbe Feld war richtig. Ich habe nur das andere halbe Feld gestern falsch gemacht, leider. Alles klar. Naja, kann ja mal passieren. Eigentlich wollte ich insgesamt nur Xerion fahren. Deswegen nach kommen. Sehen wir kurz falsch an, damit ich Xerion fahren darf. Das ist richtig. Ach ja. Ja, das war halt ein typischer. Na gut, für die Zuschauer Dienstag, für uns Montag. Ja, ja. Ach ja. Aber, ja, du hast ja gestern gesprochen über dieses, deine momentane Situation, ne? Und man sag einfach auch Allergie. Gut, wir haben über Allergie gesprochen. Und eine positive Sache hat es tatsächlich, Randy. Du wirst es jetzt nicht glauben, aber wir hatten ja für den Sonntag eine Aufnahme geplant. Und am Sonntag warst du ja nicht da. Richtig. So. Was mir immer noch leid tut. Ist ja kein Ding. Ist ja überhaupt kein Ding. Und dann haben wir gedacht, gut, machst das Beste draus, nimmst das anders auf. Und ich habe es geschafft, an dem Abend noch fast 20 Videos aufzunehmen. Okay. Dann das irgendwann um Mitternacht haben wir gedacht, ja, gut, hat sich doch gelohnt, der Abend, weißt du? Okay. Das war schon. Also ich hatte einfach mega Bock, ein paar Sachen aufzunehmen und das habe ich einfach gemacht. Mhm. Na, das hat auch noch was Positives gehabt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich hoffe mal, das geht jetzt relativ. Na, was ist nicht schnell zurück, es wird aber relativ erstmal, es wird gebremst und geht nicht weiter. Aber ansonsten, laut Ärzten, ich habe da immer ja so minimales Vertrauen darin, ne? Ja, weil das ja, sind ja Leute vom Fach, hieß es, Gesicht, Unterarme oder oben, also Arme und Hände werden nicht davon betroffen. Ich glaube das jetzt einfach mal, ne, weil ich will ja eigentlich am Donnerstag zur MTA. Genau, da wollte ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Wir müssen einstreifen, müssen noch machen, Randy. Einstreifen muss noch. Okay. Da ist noch gelb hier im BDA. Das ist noch geil. Wir können am Sonntagabend aufnehmen, theoretisch. Okay, gut. Ich habe nämlich tatsächlich, weil ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht habe, weil du dich nicht gemeldet hast, habe ich Ansgar angeschrieben. Mhm. Da Ansgar hat gesagt, nee, er weiß auch nicht, was los ist und bla bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, komm, da war doch MTA, da war doch irgendwas. Mhm. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das Wochenende, aber dann hättest du ja keinen Termin für Sonntagabend ausgemacht. Ist auch wiederum richtig. Ich habe mir gedacht, kann es auch nicht gewesen sein. Also ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt, aber ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Mhm. Ich glaube auch nicht, weil ich hatte gedacht, die Stunde kurz Klüsen zu und dann voll durchstarten. Ja. War dann eher weniger so der Fall. Zumal es mich dann ja auch genervt hatte, weil ich ja immer noch nicht wusste, was das für eine Scheiße ist. Ja. Weil ich hatte dann halt nochmal ein bisschen rumgegoogelt und ey, ich finde, also es gibt Portale im Netz, wisst ihr, die sehen halt so aus, als wären sie seriös, ne? Aber die schreiben da ein Bullshit, weil ich war ja schon am Anfang von diesen Röstelflechten ausgegangen. Weil ja, das, was die, das Lübbes war der Apothekenumschau, ne, der kann man ja eigenes Vertrauen. Okay. Weil die das passende Muster dazu hatten. Ne, also das passende Bild, was auch die Befleckung meinerseits entspricht. Ja. Und auch dementsprechend die Symptome, beziehungsweise es gibt keine Symptome. Ne? Ich fühle mich nicht krank, ich fühle mich nicht appetitlos oder sonst was. Ich habe auch kein Fieber, sonst halt alles so wie immer. Ne? Okay. Und das hatte halt so am besten dazu gepasst. Dann gibt es aber andere Seiten, die das gleiche Symbolbild herausgenommen haben und haben das in Windpocken zugeschrieben oder Hepatitis D. Oh mein Gott. Oder sonst was. Dann habe ich mir gedacht, naja, und hab mir das dann natürlich auch durchgelesen, obwohl ich mir sagte, Windpocken hatte ich als Kind. Sprich, die Chance, das nochmal zu kriegen, liegt glaube ich in Deutschland bei 0,5% bei den Erwachsenen. Weißt du? Ja. Ist sehr gering. Dann habe ich mir gedacht, gut, bei meinem Glück kann es aber trotzdem sein. Ne? Ja, auch wieder war, ja. Und hab mir dann aber halt die Symptome da angeguckt, die dann innerhalb von kürzester Zeit da auftreten. Und ich hatte das ja schon gefühlt dann 3, 4, 5 Tage. Weißt du? Ja. Und habe gedacht, Fieber und Erbrechen und sage, habe ich alles nicht, passt nicht. Dann, wie gesagt, Hepatitis ist eine Geschlechtskrankheit für die Leute, die jetzt damit nichts anfangen können. Ich sage, ist bei mir komplett ausgeschlossen. Ja. Ne, also kann es auch nicht sein, aber da machst du dich ja selber so bekloppt dabei, weißt ja, du? Ja, das ist ja, genau deswegen, das Problem ist es ja, dass du liest irgendwas, denkst ja, ja, stimmt eigentlich auch, könnte eigentlich auch sein und bla bla bla. Weißt du, auf einmal hast du alle Krankheiten. Ja, ist richtig. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, weißt du was, ich will das morgen vom Arzt bestätigt haben, dass das ist oder auch nicht. Wenn es ja halt nicht ist, dass er mir irgendwas gibt,
oder wen, aber wenigstens, weil ich bin ja wirklich so einer, wäre das jetzt so gewesen und hätte sich jetzt nicht weiter ausgebreitet, beziehungsweise wäre halt nicht mehr geworden, hätte ich gesagt, weißt du was, komm, das kriegt das Immunsystem auch von alleine hin. Ja, weil, klar. Wenn ich mich nicht krank fühle, ne, wenn es einfach nur äußerlich ist und eine Reaktion der Haut, sage ich mir da, ja okay, kriegt der Körper schon von alleine auskuriert, ne, da muss ich nicht zum Arzt rennen. Und nun habe ich mir gedacht, gut, gehst du halt zum Arzt, weil wenn es doch irgendwas ist und du verschleppst das, ne, dann ist es ja, cool, ja, ist es auch nicht so geil. Also von daher, gutes Endeffekt von mir ist das bestätigt, mehr als wie irgendwelche Creme mit Zinkzusatz, ist ja auch geil. Da sagt die ja, die Creme hat Zink, haben sie weiße T-Shirts oder irgendwas? Ich sage, nee, ich bin eher Schwarzträger. Das ist mit dem Zink dann ein bisschen blöd. Ich sage, ich kenne jetzt nicht so wirklich den Nachteil davon, aber lassen Sie mich raten, das ist wird dann relativ versaut. Ja, so ungefähr. Ich sage, da bestimmt noch irgendwo ein paar alte Lumpen rumliegen, können wir schon machen. Ne? Und weißt du, mehr als das Zeug drauf zu schmieren, geht halt auch nicht, um das Ganze ein bisschen, also um den Juckreiz zu bremsen und der zwar eh kaum vorhanden ist, aber wenn er halt mal kommt. Und zwei, ja, und B, das halt von eventuell 6 Wochen noch ein bisschen runter zu bremsen. Es gibt noch Situationen, ich hoffe, ich gehöre nicht dazu, aber vielleicht habe ich das Glück, da kann das bis zu einem halben Jahr dauern. Oh Mann. Ja, das wäre jetzt natürlich auch nicht das Geilste, aber guck mal halt mal. Aber ich denke mal, durch diese ganze Cremekacke, dass das dann eventuell ein bisschen schneller abklingt. Das Schöne ist ja auch, ne, das ist ja, musst du ja alles selber bezahlen, den Spaß. Ja, ja. Ne, und dann kriegst du dann so eine Tube mit 100 Millilitern. Und die Frau hatte noch zu mir gesagt, so, wenn sie jetzt keine Lust haben, die ganzen einzelnen Punkte so einzuschmieren, schmieren sie halt einfach die Flächen ein, die am meisten dementsprechend, ne, betroffen sind. Ja, ja. Und die hat das ja auch gesehen, ich habe dir das ja auch gezeigt. Ja. Wo ich mir denke, so eine 100 Milliliter Tube und der ganze Kessel inklusive Oberschenkel und teilweise hier Richtung Brust, oben Achsel etc. ist betroffen, ja. 100 Milliliter. Das ist, muss ich durchaus sagen, ja, gewagt. Ja, ist wirklich, muss ich strecken. Vorteil ist halt wirklich, das Zeug ist so, wie soll man sagen, dickflüssig, das kannst du wirklich auf Masse schieben. Ja. Ne? Aber trotzdem. Ne, das ist, wo ich mir dachte, naja gut, da hätte man jetzt auch zwei, ich meine, ich hätte es eh bezahlen müssen, da hätte sie mir auch gleich mehrere mitgeben können. Ja klar. Aber das war auch nicht verkehrt. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, man kann da jetzt sagen, ja gut, hättest du eher reagiert, wäre das nicht so ausgeprägt gewesen. Obwohl ich sagen muss, dass sich das innerhalb von 2-3 Tagen sich halt so extrem dann entwickelt hat. Der Auslöser, also da gibt es ja von den Flecken, gibt es einen Fleck, das nennt sich der Mutterfleck, ne? Und von dem Fleck aus geht die ganze Scheiße dann, von dem geht das weg, weißt du? Ja. Und der war genau natürlich unten an dem Bereich, wo die Frauen früher Arschgeweihe hatten. Ach so, ja, weißt du? Ich weiß, wo du meinst. Also so hinten am Steiß. Ja, genau. Ja, wo siehst denn du das? Ich gucke mich jetzt nicht jeden Tag im Spiegel an. Ich weiß, dass ich fett bin, da muss ich mich nicht jeden Tag im Spiegel angucken, und das halt, um das mitzukriegen, dass da was ist. Ja, ja, klar. Weißt du? Und das ist so scheinbar, das hatte die dann gesehen. Ist mir bis dahin auch noch nicht aufgefallen, weil das halt der größte Fleck ist und da von denen Scheiße ging das dann halt aus. Und der Vorteil oder der Nachteil, wie sie so schön meinte, ist halt dadurch, dass ich ein bisschen mehr Masse habe, ist natürlich auch eine größere Fläche da, was sich das Ganze dann halt nimmt, ne? Ist ja klar, ne? Wäre ich jetzt so ein, ich nenne es mal so ein Lauch, ne? Ja, ist das so 50 Kilo, 40 Kilo, wenn ich kaum Bauch oder sonst was habe, dann ist die Fläche, die davon natürlich betroffen ist, relativ geringer, aber dadurch, dass ich natürlich, ja, gut esse, ist dann natürlich mehr Spielraum, und das nutzt die Allergie dann natürlich auch durchaus aus. Und deswegen sieht das dann leider Gottes auch, ja, so extrem aus. Ja. Ist sowas dann nicht ansteckend? Nee. Das ist ja der Vorteil, deswegen auch, ich habe die Jungs so von der MTA gefragt, so, wollt ihr mich mit dem Scheiß überhaupt dort haben oder eher weniger? Und da hieß es so, wenn es nicht ansteckend ist, egal. Ja, dann. Also von daher, ich meine, ich muss mir das nur überlegen, ich muss jetzt die nächsten Tage gucken, ob das jetzt besser wird oder ob das gleich bleibt oder ob es sich erstmal noch weiter ausprägt und dann zurückgeht. Dann entscheide ich das ganz spontan. Kann es sein, dass ich die Woche da bin, das entscheide ich halt erst einen Tag vorher. Ja. Und, aber die meinte, es ist in keinem Fälle bekannt.
Und selbst wenn es diesen minimalen Risiko gibt, ich sag mal so, am Kessel, an der Brust oder auch unten rum fässt mich jetzt keiner einfach so an. Nee, eigentlich nicht, ne? Ne, würde ich jetzt so sagen, das ist jetzt nicht so die Stellen, wo man jetzt so sagt, alles klar, ich fasse dir da jetzt mal hin, weil das so zur Begrüßung gehört, ne? Ja. Außer im Laufhaus. Aber ansonsten ist das jetzt eher weniger so der Fall. Deswegen. Wir müssten, wenn wir alles angesät haben, gedüngt ist alles, könnten wir vorspulen, wenn wir das möchten. Können wir gerne machen. Ich bin nur dabei, den LKW nach Hause zu fahren. Achso, ne, dann warte ich noch kurz. Du kannst. Achso, ja. Ne, obwohl, ich kann nur spulen, ne? Wir haben ja diesen Stoffverbrauch mit nicht dran. Ein Ding. So, was haben wir hier abgeholt? Zigaretten waren es, okay. Wo bringen wir denn die hin, die Zigarren? So. Zigarren, nee, Hafer, Dinkel, fast, warte mal, Brot, Schnaps, nee, Bier, Kompost, Zucker, Joghurt, alter Tier, Zigarren. Beim Hotel muss ich die, oh nee, warte mal, bei der Taverne. Wo ist die Taverne? Ach, das ist, ja, die ist ein bisschen versteckt, aber die, der unten links, ganz unten über Bio-KW. Ah ja, da ist sie, super, danke schön. Oh mein Gott, ich habe falschen Knopf gedrückt, warte. Okay, wir müssen doch noch da vorspielen. Ja, ja. Das Licht, also, wir machen. Also, ohne Witz, ne? Wir machen jeden Tag Gewinn. Ja, und, wir wissen, also, wir gewinnen jeden Tag Geld, wir wissen nicht warum. Ich glaube, es ist die Milch. Das kann wirklich sein. Aber prinzipiell ist es auch egal, solange Geld reinkommt. Ja, ich wollte gerade sagen, so, jetzt machen wir mal hier noch Sonne. Mach halt mal hell, Jung. 210.000? Cool. Ja, ja. Von 195 oder 190.000 auf 200.000, 210.000. Soll ich mal eine verrückte Idee einwerfen lassen? Oder einwerfen? Ich bin ganz ohr. Sollen wir noch ein Feld kaufen? Jo, warum nicht, ne? Felder ist ja eigentlich, weißt du, eigentlich nur mehr Fläche zu bewirtschaften, sonst nix. Ist auch richtig. So. Mal gucken, wo wir hier, hier unten ist das, okay. Ja, bitte. Ja, ich überlege gerade nochmal, was uns dazu gebracht hat, Zuckerrüben anzupflanzen, weil wir die Maschine nicht haben. Glaube, wir brauchen Zucker für die Konditorei oder sowas, habe ich, glaube ich, Ansgar irgendwie im Hinterkopf. Ach ja. 540k. Dann müssen wir den für 40k mieten. Boah. Was kostet der, wenn wir den kaufen würden? 500k. Oh, können wir irgendwas verkaufen? Dass auf die 500k kommen? Weil Zuckerrüben müssen wir öfter machen. Gut, das Förderbandsystem macht einen Brei nicht dick. Ich meine jetzt warentechnisch, weißt du? Achso, warentechnisch, okay, ne, das. Weiß nicht, wie es bei den Pflaumen und so weiter aussieht. Das weiß ich auch nicht. Wir können die Scheiße Lahnlarer verkaufen, ey. Warte mal, ich guck mal, was preistechnisch, ne? Ja, guck mal, was wir so vielleicht haben könnten. Raps haben wir 420.000 Liter, ne, genau 420.000, alles klar, 46.000 Liter. Bringt uns am Güterbahnhof 1000, ne, Quatsch, an Landi 1300 pro Tonne. Lohnt sich nicht. 85.000, Sojabohnen. Ja, da könnte man mehr was machen. Krieg mal am Güterbahnhof 1479, das ist ein neutraler Preis. Weil ansonsten Weizen und Gerste, wie man sie halt kennt, ne? Haben wir von der Produktion nichts mehr? Haben wir nicht Haarmilch oder sowas? Da müsste man mal. Ich guck mal einen Ausflug zur Zigarettenfabrik. Oh mein Gott. Zigaretten ist leer, habe ich gerade abgefahren. Bevor ich gespült habe oder danach? Bevor. Ja, gucken wir mal, was die jetzt noch produziert haben, ne? Ja. Hier. Man hat 20.000 Liter Zigaretten noch. Ja, soll ich die gleich wegbringen, oder? Ja, klar. Also, wenn du hast die E-Zigaretten ja drinnen, ne? Ich hab grad abgekippt. Achso, ja, dann schaffst du nochmal weg, würde ich sagen. Zum Hotel diesmal, weil da geht's der Preis besser. Alles klar. Welche Produktionsstätten haben wir noch am Laufen? Gar keine, oder?
Können wir gleich mal nachgucken. Aber ich glaube, wir haben an der Haarmilchproduktion haben wir was gemacht. Oder haben wir was gehabt, so muss man es formulieren. Kann mal gucken, wo die ist. Ich kann dir aber kurz helfen, weil das dauert ein bisschen, bis es voll ist hier. Wo ist denn die Haarmilchproduktion? Also, ach, hier Milch oder was? Nee, Milchverkauf ist das. Elmo AG, Hafen, Sky, Wassermühle. Hafen, Kuhhandel, Getreidezug, Gartencenter, Landi, Bio-KW. Milchverkauf, ne, die wird mal wieder nicht aufgelistet. Hier steht 2 Paletten Vollmilch. Warte mal, hier ist leer. Ist hier irgendwas drin, oder? Nee, hier haben wir nichts hergebracht, okay, das ist komisch. Wie gesagt, oben bei den Pflaumen müsste doch was sein, beim Obstgarten oben. Ach, der Obstform, hm. Mega Bock auf den Obstgarten. Vorne sein, ne? Aber wir haben ja hier Speed-Dingens Mod. Das ist richtig. So, das ist alles weg. Kompost, Pflaumen. Ah, Wasserpflaumen. Wo kommt das alles hin? Warte, hier. Ach du Schande. Hier haben wir Monitor 36.000 Pflaumen und 65. Alter Schwede. Aber wo? Hier in den Hallen drin. Ist nur so eine Anzeige, so eine stumpfe. Ach ja. Warte, warte mal, hier geht's hoch. Warte mal, warte mal. Warte. Nee, hier ist nichts. Ja. Großer Kessel hier oben, aber mehr ist es nicht. Hm. Ja, dann würde ich mal eher sagen, du nimmst einen Hänger, ich nehme einen Hänger. Aber ja. Wir haben nur einen Hänger, merke ich gerade, wa? Wir haben nur einen ganz kurz. Aber Randy, wir machen noch morgen weiter. Wir sind nämlich für heute schon wieder fertig. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Morgen sehen wir uns wieder, wie gewohnt, um 14 Uhr, glaube ich, ja. Zu einer weiteren Folge hier auf der Südheimer. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.